heute nehme ich dich mit, wie ich ein No-Dick-Blumenfeld angelegt habe mit zwei starken Männern mit der No-Dick-Methode des Briten Charles Darodings. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Erst wurde der belächelt und mittlerweile ist er der Shootingstar unter den Naturgärtnern mit seiner speziell entwickelten Methode, die ich dir heute vorstellen werde. Mein neues Schnittblumenfeld ist fertig angelegt und ich bin ganz im Glück jetzt und habe natürlich Lust, direkt zu starten. Und ich habe jetzt insgesamt 4 Beete, die sind ca. 50 cm breit und 13 Meter lang. Dazwischen Hackschnitzel, darunter haben wir alles mit Wellpappe ausgelegt und mit Kartonagen, damit kein Unkraut durchkommt. Und so haben wir eigentlich mit 3 Personen, 2 Mann und ich, an einem halben Tag ein richtiges, tolles, neues Feld angelegt und ich bin jetzt schon ganz freudig, in der Vorfreude direkt loszustarten. Aber jetzt der Reihe nach. Zuerst wurde der Rasen gekürzt mit der Sense, damit wir ein schönes Feld zum Arbeiten haben. Dann habe ich eine Rolle mit Kartonage bestellt, mit Wellpappe, habe die ausgerollt. Und das Gute ist, ich habe mich da auch noch mal ein bisschen eingelesen, die hat 50 cm Breite, diese Wellpappe. Und es ist eine optimale Beetbreite, die 50 cm. Wir haben jetzt erstmal die 4 Beete ausgelegt. Und dann kam schon die Erde. Das sind jetzt ca. 2 Kubik Erde. Dadurch, dass die Erde gerade so nass ist, hätte den Hänger gerne voll gemacht. Okay. Aber dann hätten wir 4 Tonnen und der Hänger darf maximal 2 Tonnen laden. Ah, okay. Und momentan durch die Nässe wäre das einfach viel zu nass. Genau, die werden wir jetzt abladen und dann kommt die zweite Flut. Es war so ein schönes Wetter an diesem Morgen. Es hat so einen Spaß gemacht, diese frische Erde auf der Wellpappe zu verteilen. Und die Idee hinter diesem No-Dig-Gardening-System ist es, dass die Wellpappe verhindert, dass das Gras die Erde kommt und mit der Erde durch die Abdeckung wird dann die Wellpappe so schwer gemacht, dass eigentlich ein Schutz entsteht zwischen Erde und Gras und im Laufe der Zeit natürlich verkümmertes Gras, dann bleibt nur noch die gute Muttererde und so kann man direkt einpflanzen, ohne umzugraben. Das sind frische Hackschnitzel aus Buche, direkt bei uns aus dem Sägewerk im Nachbarort. Und die Rolle mit der Kartonage, die Wellpappe, hat nicht ganz gereicht. Deswegen habe ich noch einen Teil des Gartens mit Restkartonagen ausgefüllt. Das funktioniert auch ganz gut. Und dann eine schöne Schicht mit Hackschnitzel drauf verteilen. Das sind immer ganz gut, wenn man da viele Helfer hat, weil da an dem Tag kann man sich auf jeden Fall das Fitnessstudio sparen. Meine ganzen kleinen Samen, die ich ausgesät habe, die sind noch nicht so weit fürs Blumenfeld. Wir haben jetzt auch Mitte März. Es kann auch sein, es wird noch mal kalt im April. Was ich jetzt aber jetzt direkt schon in das Blumenfeld reinpacken kann, sind mehrjährige Stauden und Pflanzen. Wie beispielsweise hier habe ich letztes Jahr einen Fingerhut, einen Topf gezogen und hier haben sich selbst ausgesät kleine Pflanzen gebildet, die kommen jetzt direkt ins Blumenfeld. Ich habe hier orientalische Lilien, die habe ich auch im Topf gehabt, ein Jahr lang auf der Terrasse. Das sind wunderschön, haben wunderschön geblüht auch. Die kommen jetzt auch direkt als Staude in das Schnittblumenfeld. Und was ich besonders liebe, sind die Pfingstrosen. Noch bevor die Rosen blühen, blühen die Pfingstrosen im Frühling. Ich habe letztes Jahr 2 Jungpflanzen gesetzt in 2 Töpfe, habe die ein bisschen beobachtet und gepäppelt. Die haben auch beide, obwohl die so klein sind, letztes Jahr das erste Mal schon geblüht. Und die kommen jetzt auch direkt ins Beet und ich fange mit denen direkt an, weil ich möchte die ganz am Anfang der Blumenbeete setzen, weil das ist der erste Gruß im Frühling, wenn die blühen, dass ich direkt mit einer Blüte dann schon mit meinem Blumenfeld im Frühjahr richtig schön durchstarten kann. Und wie das jetzt funktioniert, zeige ich dir.
Ich liebe Pfingstrosen über alles, weil da hat man wirklich viele Jahre Freude dran. Und du kannst die Pfingstrosen schon im großen Zustand kaufen, in der Gärtnerei oder beim Blumenladen deines Vertrauens. Oder du kannst die eben auch aus der Knolle vorziehen, aus dem Wurzelstand. Das habe ich gemacht letztes Jahr. Und dann sind die veredelt, sind noch ganz klein. Das dauert da in der Regel 1-2 Jahre, bis die so diese Größe erreichen. Und dann sind sie eigentlich genau richtig, damit man sie dann in die Erde einsetzen kann. Und Pfingstrosen blühen nicht nur wunderschön, sondern die duften auch unfassbar gut. Lösen wir diese Pfingstrose direkt aus dem Wurzeltopf raus. Gucken auch mal, wie die aussieht. Und das sieht man also, die hat einen richtig tollen Wurzelballen schon gebildet, wie man sieht. Das ganze Unkraut, weil es hier an dieser Pfingstrose dran ist, mache ich ein bisschen weg, weil ich möchte jetzt in meinem neuen Blumenfeld nicht direkt schon Kräuter haben, die ich da nicht haben möchte. Deswegen befreie ich jetzt die Oberfläche ein bisschen von diesen kleinen frischen Kräutern. Und was ihr bei jeder Blume machen könnt, wenn ihr sie so mit dem Wurzelballen einpflanzt, ihr nehmt hier unten den Wurzelballen und zieht ihn ein bisschen raus. Durch diese Verletzung des Wurzelballens bekommt die Pflanze ein Signal, dass sie jetzt wachsen soll. Und das gibt ihr nochmal so einen kleinen, guten Start im Blumenfeld oder in eurem Garten, damit die einfach nochmal viel schneller und viel besser wächst. Also keine Angst haben, dass wenn ihr diesen Wurzelballen etwas verletzt, das ist eine super Starthilfe für ein tolles Wachstum. Und jetzt geht's direkt schon ins Blumenfeld. So, er gibt der Pflanze jetzt ein richtig schönes, großes Pflanzloch. Das Maximale, was geht. Und wir setzen es direkt hier rein. Drücken es an. Bedecken es mit Erde. Und häufeln auch ein bisschen diese Erde hier an. Noch ein bisschen angießen. Fertig. Hier sieht man auch schon diese ganzen kleinen Jungpflanzen, die sie selbst ausgesät haben. Und da erinnert mich immer so ein bisschen an so eine Feenblume. Ich weiß auch nicht warum, aber für mich ist der so zauberhaft. Und da gehen auch die Insekten und die Bienen, die Schmetterlinge so schön dran. Und ist wirklich eine dankbare Staude, die so richtig typisch englisch aussieht und eigentlich auch in keinem Cottage-Garten fehlen darf. Stechen wir ab, einmal reinstechen, relativ tief, dass wir viel von den Wurzeln bekommen. Und schauen uns mal diese Pflanzen an. Das sind nämlich noch mehrere. Das ist jetzt nicht nur eine. Das sind mehrere kleine. Die können wir jetzt vereinzeln. Und wenn wir jeder dieser Pflanzen jetzt ihren Freiraum geben, dann wird daraus eine richtig tolle, schöne, große Staude. Ich habe jetzt mal nachgezählt. Ich habe jetzt von zwei Mutterpflanzen habe ich circa 30 Pflanzenbabys, die sich selber ausgesät haben und jetzt kleine junge Pflanzen sind, die man direkt einsetzen kann. Und das nächste Jahr das gleiche. Von den 30 Pflanzen kann ich dann wieder entsprechend die Pflanzen vermehren. Und ja, es ist auch schön, verschenkt auch Pflanzen. Macht wirklich mal nicht nur Frischblumen, Schnittblumen, sondern wirklich mal so eine kleine Jungpflanze im Topf. Jeder Gartenliebhaber freut sich drüber. Und wie gesagt, so vermehrt sich das weiter. Ganz wichtig, dass ich später noch einen Durchblick habe in meinem Beet, werde ich jetzt natürlich ein Namensetikett beschreiben, auch wenn ich nicht mehr genau weiß, wie die Sorte heißt, aber zumindest, dass ich weiß, was es war und welche Farbe. Und dann geht es direkt damit ins Beet. Was gibt es Schöneres als Pflanzenbabys? Mal abgesehen von richtigen Babys und Hundebabys. Und Katzenbabys, nicht zu vergessen. Und alle Tiere, selbstverständlich.
So, ich nehme die jetzt mit, habe eine richtig kleine Plantage schon und ich freue mich schon, wenn die mal groß sind, wie die rauskommen, wie die aussehen. Die Lilie ist eine winterharte Staude. Wenn die Blütenstängel und die Blätter abgestorben sind, im Frühjahr kann man die abschneiden. Und dann kommen hier schon die kleinen jungen Triebe wieder. Und genau das Gleiche. Ich nehme also diesen ganzen Topf. Ja, es war jetzt natürlich für die Lilie klein, aber im ersten Jahr, manchmal, wenn man eine Zwiebel bekommt, dann ist es gut, die erstmal im Topf vorzusehen. Ich denke auch immer an die Schnecken. Und jetzt sieht man mal, was diese Lilie hier, was die schon für eine Wahnsinnswurzel gebildet hat. Und es ist natürlich das Zeichen, dass die Lilie in die Erde möchte und dass die Platz braucht, um richtig groß zu werden. Und hier wieder genau das Gleiche. Unten die Wurzel etwas zerstören, den Wurzelballen etwas aufreißen und jetzt richtig schön tief in die Erde. Und in ein paar Wochen freue ich mich auf eine richtig tolle orientalische Lilie. Ganz wichtig, wenn ihr Pflanzen frisch gesetzt habt, egal ob das jetzt Samen sind oder was Jungpflanzen sind, gut gießen, immer gut gießen. Weil wir haben jetzt Mitte März, heute ist auch schon 20 Grad. Wir haben die Sonne, die ist schön warm. Hier mein Birnbaum, der ist kurz vorm Blühen und deswegen jetzt heiß nochmal eine schöne Ladung Wasser verpassen. Übrigens wässere ich meine Pflanzen eigentlich gar nicht so oft durchs Jahr hindurch, sondern immer am Anfang, also so im Frühjahr, gebe ich den Pflanzen, den Jungpflanzen genügend Wasser. Und umso weniger wässert, umso weniger durstig ist auch die Pflanze. Und jetzt gerade im Rahmen der Klimaveränderung und es wird immer wärmer, immer viel früher, viel wärmer. Heute haben wir schon 20 Grad Mitte März. Da ist also wichtig, dass man nicht so viel Wasser verbraucht, gerade wenn man einen großen Garten hat. Deswegen mein Tipp, am Anfang gut wässern und wenn die Pflanze so ein bisschen größer ist, dann lasst ihr auch ruhig mal etwas dursten. Also nicht so, dass die kaputt geht, aber nicht zu sehr verwöhnen mit Wasser. Besonders im Frühling ist es schön, nach getaner Arbeit sich einen schönen sonnigen Platz zu suchen, sich ein schönes Tässchen Tierter Kaffee zu machen und ich liebe es einfach in schönen Büchern, in schönen Magazinen zu stöbern und heute möchte ich dir mal wieder ein Magazin vorstellen. Und zwar heißt dieses Magazin Blumenhaus Magazin und man kann es bestellen, ich bestelle es immer, es ist aber auch in gut ausgewählten Fachhandel erhältlich. Oft an den Bahnhofskiosken habe ich es auch schon gesehen. Blumenhaus Magazin kommt, glaube ich, nur alle 2 Monate raus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und es ist ein wahnsinnig schönes Buch zum Thema Blumen, Kunst und Kultur. Also eine Inspirationsquelle für mich schlechthin. Sehr artistisch, sehr künstlerisch, hat sehr viel mit Fashion zu tun, mit Avantgarde. Es werden tolle Labels vorgestellt. Es werden schöne Porträts vorgestellt, aber man geht auch in die Historie von ganz alten Gärten und guckt, wer die angelegt hat, was so die Idee dahinter war. Und es sind tolle Fotostrecken, also es ist wirklich die ganzen Bilder, da könnte ich mir jede schon einrahmen als Bild für sich und irgendwo hinhängen, so toll sind die. Es ist auf Englisch geschrieben, also wen das nicht stört. Ist es ein traumhaft schönes Buch und es sind wirklich Pflanz- und Blütenporträts und über Menschen von der ganzen Welt zum Thema Kunst, Kultur, Floristik, Design, Fashion, werden tolle Bücher vorgestellt. Also dieses schöne Blumenhaus-Magazin werde ich mir jetzt zu Gemüte ziehen und mir ein schönes Plätzchen suchen und nochmal schön die Nachmittagssonne genießen. Bis nächste Woche. Ich freue mich, dass du dabei warst und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, ein Like oder vielleicht auch eine Freundin oder Freund hast, dem du diesen Kanal weiterempfehlen kannst. Ich bin ganz am Anfang, ich bin ganz neu und bin total begeistert von der Resonanz von euch und auch von den ganzen Kommentaren, weil das zeigt mir eigentlich,
dass das richtig ist, was ich mache und dass ihr auch Lust habt, mit mir gemeinsam und ihr für euch zu gärtnern und dass wir so diese Leidenschaft teilen. Und ich wünsche jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Frühling. Lass es dir gut gehen. Bis nächste Woche. Mach's gut. Deine Ines. Ciao.